So, Hallöchen, und da sind wir dann auch schon wieder zu Let's Play Minecraft. Jetzt mit einem Update der Litos-Version und einem Update von Optifine. Mal gucken, wie es jetzt alles aussieht. Ja, die Schildkröten gehen jetzt. Sieht doch gut aus. So, wie weit waren wir letztes Mal? Wir hatten noch... Hatten wir noch Platz. Na gut, dann machen wir weiter. Da vorne. Machen wir da weiter. Ich habe mich jetzt kurz vor der Aufnahme... Ich trinke ja immer noch was davor. Und habe mich dann direkt verschluckt. Was natürlich ganz toll ist. Naja, inzwischen geht es wieder. So, was ist für heute der Plan? Erstmal die Kisten da vollkriegen. Und dann planen wir schon mal ein bisschen unser Aquarium. Einfach mal gucken, wie das so wird. Ja, und dann sehen wir mal, was wir noch so alles brauchen. Eieiei. Sofern das nicht noch schlimmer wird mit meinem Hals. Wow. Die Koralle ist ja wirklich mal direkt unter Wasser. Da gibt es sogar Luft. Jetzt gleich nicht mehr. Aber es hat gereicht, um uns einmal vollzuladen. Was doch auch was ist. So, ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal hier so ein bisschen entlang, damit wir die Ausmaße des Tunnels erfassen. Und vor allem, dass wir hier nicht noch eine Kluft reinschneiden, sondern schön auch immer zum Rand hin arbeiten. Soll ja alles ordentlich abgebaut sein hinterher. Obwohl es ja eigentlich egal ist. Denn sobald hier ein Großteil weg ist, interessieren wir uns dafür eh nicht mehr und ziehen weiter. So läuft das halt. Da hinten. Ach so. Das war nur der Horizont. Ich habe noch einen ganz dicken Hals. Also von dem Verschlucken, nicht das Metaphorische. Ich habe einen dicken Hals. Dann hier vorne mal das große Gebilde. Ich höre einen Zombie. Aber es ist nur ein normaler Zombie. Jetzt ist es ein Unterwasser-Zombie. Oh.
Gewitter. Na, das stört uns hier unten ja weniger. Tja, kaum spielen wir wieder, sind schon einige Quadratmeter Koralle weg. Gott, dieses Spiel hat so viel Real-Life-Bezug einfach. Das ist traurig. Ich meine, hier weiß ich, okay, die Welt ist endlos und es gibt unendlos viele Korallen. Na, endlos nicht, aber riesig, immens groß. Und ich weiß auch, dass diese Korallen zu nichts gut sind. Sie haben kein Ökosystem, das sie beschützen oder sowas. Es sind einfach nur irgendwelche Blöcke in einem Spiel. Und das macht es hier einfach, herzlos zu sein und sie einfach abzureißen. Doch irgendwie stellt man sich die Frage, was sind das für Menschen, die das im RL tun, wo es mehr Konsequenzen hat, ein Korallenriff abzuernten, nur um daraus Schmuckartikel zu machen. Aber vielleicht wissen diese Menschen das auch nicht. Ach, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Es sind einfach Menschen, denen ist der Planet egal und nur ihre Geldbörse zählt. Beziehungsweise die, die es abbauen, nicht mal. Die sind gezwungen, diese Arbeit zu machen, weil sie das Geld brauchen, um ihre Familie zu ernähren. Die Leute, die dahinter stehen, die sich die Hände nicht mal selbst schmutzig machen, das sind die wahren Übeltäter. Aber das wissen wir ja alle. Und trotzdem gibt es Frauen, die auf teuren Korallenschmuck stehen. Und die sind meiner Meinung nach genauso schuldig wie die Leute, die hinter dem Arbeiter stehen. Okay, ja, jetzt habe ich verallgemeinert. Es gibt sicher auch Männer, die auf Korallenschmuck stehen. Wir wollen ja nicht diskriminierend sein. Obwohl ich denke, der große Anteil wird Frauen sein. Ist einfach so. Männer und Schmuck ist nicht ganz so weit verbreitet wie Frauen und Schmuck. Obwohl das in der letzten Zeit doch irgendwie sich sehr vermischt. Wieso ist das eigentlich so? Wieso vermischt sich das so in der letzten Zeit? Ich meine, ich habe da nichts gegen. Ich wundere mich nur, dass das... Es geht ja wahnsinnig schnell. Ich meine, das ist ja quasi eine Sache der letzten 100 Jahre von 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte. 5.000 Jahre dokumentierter Menschheitsgeschichte. Halbwegs dokumentiert. Naja. Ich meine, wir sind ja immerhin noch sowas wie Säugetiere. Und man sieht in der Tierwelt, es gibt feste, montierte Ordnung. Der eine macht dies, der andere macht das. Dafür ist er dann auch besser gebaut, besser geschaffen. Nicht, dass ich das gut finde, aber es ist nun mal so übertrieben. Was dieses, du kannst alles sein, was du willst. Und ihr könnt auch das Kinderzimmer nicht pink machen, nur weil es ein Mädchen wird. Die ganzen Geschichten, mein Gott, dann ist das Kinderzimmer halt pink für ein Mädchen. Das hat den Mädchen vor uns nicht geschadet und das wird den Mädchen nach uns nicht schaden. Aber daraus ein Riesentheater zu machen. Oder wenn man dem Mädchen jetzt keine Chemiebaukasten, sondern eine Puppe schenkt. Oder den Jungen ein Auto statt einer Puppe.
Ich sehe halt die Probleme nicht. Also meine Schwester ist ja klassisch. Ich darf meinem Neffen kein Pony schenken. Da geht das Telefon. So, da sind wir wieder. Jetzt fehlt natürlich eine halbe Stunde in meiner Zeitplanung. Aber was will man machen? Wenn es der Nachbarin von der Oma beschissen geht, muss ich das halt auch in allen Details erfahren. Und zwar wirklich in allen Details. Fragt nicht nach Sonnenschein. Naja, was will man tun? So, jetzt haben wir hier schön schon mal alles weg. Machen wir den Berg hier frei. Huch. Delfin-Buff. Wenn man ihn mal braucht, kriegt man ihn nicht. Irgendein Bild ist auf Twitter aufgetaucht mit ein paar Tieren. Aber auf asiatisch, chinesisch oder japanisch. Also doch asiatisch. Ich finde, man sollte zumindest mal langsam anfangen, auf dieser Welt sich auf eine Schriftform zu einigen. So ganz vorsichtig. Man fängt ja langsam an. Erst eine Schriftform, dann eine Art Bücher zu lesen, dann eine Sprache. Ich weiß nicht, das ist der Grund, warum ich mich mit Mangas nicht anfreunden kann. Weil man die ja rückwärts lesen muss. Das nervt mich. Also, ich kann so kein Buch lesen. Obwohl ich eigentlich ja doch eher für die, ich sag mal, Szene bin. Aber das schreckt mich total ab. Deshalb bleibe ich bei Comicbüchern. Ich würde gerne mal hier so ein Zelda-Manga lesen, aber die gibt's ja nicht richtig rum und das Buch auseinanderfleddern, nur um es richtig zu binden, ist mir zu umständlich. Ich habe schon überlegt, ich kenne einen Buchbinder. Ja, sowas gibt es heutzutage noch. Ob man den vielleicht mal fragen, anhauen sollte. Ob der das so hinkriegt, dass es hinterher noch gut aussieht. Und nicht, wenn ich das selbst machen würde, wäre es ein zerfledderter Albtraum. Ja, Delfin, du hast Spaß mit meinen Drops. Meins. Nicht deins. So. Wo ist denn unser Boot? Da vorne. Da schon ziemlich weit weg. Oh. Haben das Inventar auch gut gefüllt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal da, wo es einfach ist. Da vorne ist noch so eine Erhöhung. Da bin ich jetzt faul. Ja, nur so könnte man doch langsam anfangen, unsere Welt mal zu vereinheitlichen. Ich meine, Individualität ist toll. Heute will ja jeder eine Schneeflocke sein. Aber ich sag mal, effektiv ist es nicht. Ja, ich weiß, die Bewahrung der eigenen Kultur ist für viele sehr wichtig. Aber ich sehe halt die Vorteile wirklich größer als das, was verloren geht. Ich meine, überlegt mal, vielleicht in zwei Generationen, dass man, egal wo man hinreist, alle sprechen die gleiche Sprache. Wir könnten uns frei kommunizieren. Der Austausch wäre viel einfacher. Okay, Dolmetscher würden arbeitslos werden, aber mein Gott, kleiner Verlust. Bücher müssten nicht mehr übersetzt werden.
Boah, ich sag euch, ich lese da gerade ein Buch. Der neueste World of Warcraft-Roman von Christie Golden. Vor dem Sturm? Ich glaube ja. Auf jeden Fall. Oh, der Übersetzer muss ein Legastheniker gewesen sein. Also es gibt wirklich keine Seite, wo nicht mindestens ein Fehler drin ist. Und das sind nicht einfach nur so kleine Fehler, wie dass man mal da.